Bei einem Brand im Bocholter Krankenhaus hat die Feuerwehr heute Morgen 6 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. Ein Wärmeschrank im Flur des OP-Bereichs im 3. Stock hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Krankenhausmitarbeiter alarmierten gegen 17:45 die Feuerwehr, die mit 10 Fahrzeugen und 70 Mann anrückte. Der Schrank, in dem sich unter anderem OP-Wäsche und Infusionen befanden, wurde schnell gelöscht. Bauarbeiter halfen anschließend mit einem Kran aus, um die noch rauchenden Gegenstände aus dem 3. Stock zu holen. Dieser Wärmeschrank ist entsprechend groß und schwer. Wir wollten vermeiden, dass durch den Brandrauch, der auch von diesem Gerät noch weiter ausging, dass wir den Brandrauch nicht weiter ins Gebäude tragen. Und daher hatten wir uns entschieden, den Baukran zu nutzen. Wir haben das Gerät also zum Fenster rausgetragen und mit dem Baustellenkran hier letztendlich hier nach unten hingebracht und letztendlich abgelöscht. Jetzt kann die Kripo auch die Brandursachenermittlung weiter fortsetzen. Für Mitarbeiter und Patienten außerhalb des OP-Bereichs bestand nach Angaben der Feuerwehr keine Gefahr. Wir hatten Glück, durch die rauchschutzmäßige Abschottung des OP-Bereiches sind also keine weiteren Stationen, Bereiche des St. Agnes in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Einsatz konnte nach gut 2 Stunden abgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.